Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Denn heute gibt es ein ganz besonderes Video. Es geht mal nicht um Lightroom oder Photoshop, sondern es geht so ein bisschen mehr ums Business. Also, wie baue ich mir ein eigenes Online-Portfolio auf, damit auch Kunden, potenzielle Kunden auf mich aufmerksam werden können? Dazu gibt es einen Homepage-Baukastenanbieter, der heißt Wix.com. Den habt ihr höchstwahrscheinlich auch schon mal irgendwie in der Fernseh- oder YouTube-Werbung gesehen. Die machen sehr viel Werbung. Und die sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich dazu mal ein Video erstellen kann. Die sind heute auch offizieller Sponsor dieser Folge. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie du ganz simpel und einfach so ein Online-Portfolio mit Wix.com aufbauen kannst. Also, los geht's! Um dir deine Webseite kostenlos zu erstellen, musst du als erstes mal auf www.wix.com gehen und dort kannst du dann einfach hier auf Webseite erstellen klicken. Dann wirst du nämlich direkt gefragt, was für eine Art von Webseite du erstellen möchtest und ich klicke hier mal direkt auf Fotografie, denn es ist das, was uns am meisten interessiert. Und dann bin ich auch direkt auf einer Seite, wo man sich Vorlagen aussuchen kann. Das ist sehr, sehr cool, denn man muss nicht bei Null starten, sondern man hat direkt was, wo man einfach nur seine Texte ändern muss, wo man seine Fotos einfügen kann. Und deswegen geht das Ganze auch so schnell. Allein für die Fotografie hat Wix.com hier richtig, richtig viele Vorlagen, aus denen man auswählen kann. Ich gucke jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch. Es gibt hier auch mehrere Seiten, also da kann man noch ein bisschen weitergehen. Wobei ich sagen muss, dass mir jetzt hier zum Beispiel diese Vorlage hier schon ganz gut gefällt. Dann kann ich hier einfach mal auf Ansehen klicken und dann wird mir hier auch eine Vorschau quasi erstellt, wie das Ganze dann aussehen könnte. Und es gefällt mir so schon ganz gut, weil ich hier ein großer Freund davon bin, gerade am Anfang auf der Webseite, auf der Homepage, direkt große Fotos zu sehen, damit man auch direkt weiß, wir sind bei einem Fotografen gelandet. Und wenn mir jetzt diese Vorlage gefällt, dann kann ich hier oben einfach auf diese Webseite bearbeiten klicken und dann geht es auch direkt los mit dem Website-Editor, der hier startet. Und das Ganze ist jetzt wirklich relativ fix geladen. So, jetzt gibt es hier auch direkt nochmal ein kleines YouTube-Tutorial, wo die ersten Schritte genau erklärt werden. Das brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht, sondern wir fangen direkt damit an, was wir jetzt hier eigentlich brauchen. So, das Erste, was ich jetzt hier direkt mal machen möchte, ist das Hintergrundbild, also das Header-Bild ändern, denn das ist quasi der erste Eindruck, der bei einem Kunden zählt. Und da solltest du dir auf jeden Fall ein Bild aussuchen, worauf du ganz besonders stolz bist, vielleicht ein ganz besonderes Bild, was nicht jeder nachmachen kann und ein Bild, zu dem du stehst, und was dich auch als Person, als Dienstleister am besten beschreibt. Es bringt also nichts, wenn du Architekturfotograf bist und dann aber ein Bild von einem Hund hochlädst, sondern dann sollte auch wirklich ein knaller Architekturbild auf der Startseite zu sehen sein. Ich klicke jetzt hier einfach mal direkt auf dieses Bild und dann kann ich hier sagen Bild ändern. Und dann kann ich jetzt hier sagen, ich möchte entweder hier aus der vorhandenen Galerie was machen oder aber ich möchte Bilder hinzufügen. Und ich möchte jetzt hier mal mein eigenes Bild hinzufügen und sage jetzt hier einfach mal Bilder hochladen und wähle jetzt hier mal aus meinem New York-Verzeichnis etwas aus. Klicke hier auf Öffnen und das ganze Bild wird dann hochgeladen. Ich habe jetzt hier mal ein absolutes Knallerbild aus New York hochgeladen, worauf ich sehr, sehr stolz bin, denn das ist ein Punkt, wo nicht jeder hinkommt und dementsprechend hat das auch nicht jeder. Und deswegen nehme ich das jetzt hier direkt als Startbildschirm, weil das wirklich ein Bild ist, was hoffentlich potenzielle Kunden extrem gut anzieht. So, dann sage ich jetzt hier einfach zur Galerie hinzufügen. Das ist jetzt hier mein erstes Bild und die anderen Bilder, die lösche ich jetzt hier aus dieser Galerie mal raus, denn die möchte ich hier gar nicht angezeigt bekommen. Es sind nämlich nicht meine eigenen Bilder. Jetzt kann ich hier noch den Titel bzw. den Alternativtext ändern und sage jetzt hier einfach mal New York, denn das beschreibt das Bild ganz gut und sage dann okay. Und sofort ist das Bild jetzt hier drin. Und du siehst, wie einfach das funktioniert. Also es ist wirklich immer nur ein Mausklick und dann hat man was geändert. Als nächstes möchte ich hier auf jeden Fall noch den Text bearbeiten, denn ich bin natürlich nicht Nicolas Mauck, sondern ich bin Stefan Schäfer. Dementsprechend klicke ich hier einfach mal rein und schreibe Stefan Schäfer Photography. Sehr gut. Dann kann ich jetzt hier noch die Schriftarten ändern. Ich gucke jetzt einfach mal, was mir hier so für Schriftarten angeboten werden. Helvetica, das ist eine Schrift, die ich sehr gerne mag. Ich muss das Ganze hier nochmal markieren. Das funktioniert genauso wie Word. Also man muss einfach den Text markieren und dann wird das Ganze hier auch entsprechend geändert. Die Schriftgröße kann ich noch ein bisschen kleiner machen, damit es hier in zwei Zeilen passt. Sehr gut, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich jetzt hier einfach mal okay. Und dann bin ich hier wieder raus.
So, jetzt kümmern wir uns hier noch ein bisschen weiter unten. Ich kann hier jetzt noch einen Willkommenstext einfügen. Da schreibe ich einfach mal hin, herzlich willkommen auf meiner Webseite. Den Text kann man natürlich beliebig verändern. Ich zeige jetzt hier einfach nur mal zu Demo-Zwecken, was ich da jetzt kurz hinschreibe. Natürlich solltest du dir da ein paar mehr Gedanken machen und den Text ein bisschen verbessern noch. Aber du siehst, wie einfach das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt auch hier unten noch den Text ändern in dem Fußbereich der Webseite. Wir haben das Jahr 2017 und natürlich muss ich hier auch wieder meinen Namen reinschreiben. Das gefällt mir so schon ganz gut. Perfekt. So, damit haben wir die Startseite fertig und jetzt kümmern wir uns mal hier oben um die Menüleiste. Das horizontale Menü und jetzt kann ich hier einfach, wenn ich einmal raufklicke, kommt hier wieder das Menü hervor, auf dem ich sagen kann, ich möchte das Ganze mal verwalten. Und jetzt kann ich hier die verschiedenen Links entweder bearbeiten, entfernen, neu erstellen und so weiter. Eine Kundengalerie brauche ich nicht, dementsprechend werde ich das Ganze jetzt hier erstmal löschen. Die brauche ich nicht. Ich werde auch keine Naturbilder machen, beziehungsweise werde ich die Seite einfach mal umbenennen. Das kann man ja auch machen, umbenennen. Und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal New York. Denn ich werde jetzt hier eine Galerie erstellen, einmal für New York Bilder und einmal für Dubai Bilder. So, dementsprechend heißt das Ganze jetzt hier New York. Die Architekturseite benenne ich auch um. Und das Ganze wird dann Dubai heißen. Klicke ich wieder auf OK. Die Über-mich-Seite kann ich lassen, denn ich brauche natürlich auch irgendwo eine Seite, wo ich mich mal ein bisschen vorstellen kann. Und genau, dann sieht das Ganze doch schon viel besser aus. So, jetzt gehen wir mal hier auf die New York-Seite. Ich mache das Ganze hier wieder zu und werde jetzt hier die Galerie ändern. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal auf das Bild klicken, sage dann Bilder ändern und dann bin ich wieder in dem Dialog drin, wo ich eine komplette Galerie aus Bildern habe und die kann ich jetzt hier verändern. Ich werde jetzt hier erstmal alle rauslöschen, denn es sind wie gesagt nicht meine Bilder und deswegen werden jetzt erstmal alle gelöscht. Zack, zack, zack. Und jetzt sage ich wieder Bilder hinzufügen. Werde jetzt hier wieder Bilder hochladen und jetzt bin ich hier schon in dem Ordner New York drin und wähle jetzt einfach mal alle Bilder aus, die hier drin sind. Klicke hier einmal auf Öffnen und jetzt werden alle Bilder nacheinander hochgeladen. So, jetzt hat er hier alle 12 Bilder hochgeladen. Ich kann jetzt hier auf OK klicken und habe jetzt hier auch alle einmal drin und ich kann jetzt hier nacheinander alle anwählen, dass die hier oben alle so ein Häkchen haben. Und das bedeutet dann, dass wir die ganzen zur Galerie hinzufügen können mit dem Klick auf den Button hier unten. So, und dann haben wir nämlich hier schon unsere Galerie. Wir können jetzt hier auch jedes einzelne Bild noch bearbeiten mit einem Alternativtext. Wir können eine Beschreibung hinzufügen und so weiter. Ich mache das jetzt hier mal beim ersten Bild. Da sage ich zum Beispiel mal Times Square. Taxi am Times Square. Und so könnte ich das jetzt hier mit jedem Foto machen. Aber natürlich ist das jetzt ein bisschen langweilig für dich. Dementsprechend lasse ich das jetzt einfach mal so und du weißt, was gemeint ist. Ich klicke jetzt hier auf OK und dann haben wir hier eine komplett neue Galerie und zwar mit den New York Fotos. Perfekt. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter nach unten und kann jetzt hier noch den Text bearbeiten. Sage jetzt hier zum Beispiel New York und kann jetzt hier auch noch den Text ändern. Ich war letztes Jahr in New York und möchte meine Eindrücke mit dir teilen. Ich werde jetzt hier die Schriftart wieder ändern, zum Beispiel auf Helvetica. Auch die Schriftart von der Überschrift hier oben wird auch geändert auf Helvetica Bold. Du siehst, ich mag Helvetica. Super. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann klicke ich hier einfach auf Fertig. Und dann haben wir hier schon unsere fertige New York Galerie. Das gleiche können wir jetzt auch nochmal mit Dubai machen. Ich werde mich jetzt aber erstmal auf die Über-mich-Seite konzentrieren, denn das ist natürlich auch noch ganz besonders wichtig. Das heißt, ich werde jetzt hier auf die Über-mich-Seite klicken, dann werde ich jetzt hier einmal das Bild ersetzen, Bild ändern, werde wieder ein Bild hochladen und dafür habe ich hier ein Porträt von mir vorbereitet. Und wenn es hochgeladen ist, klicke ich hier einfach wieder auf OK und sage Bild wählen. Und dann wird das Ganze hier direkt angezeigt. So, dann werde ich jetzt hier wieder die Überschriften ändern, beziehungsweise ich werde hier einfach nur die Schriftarten ändern, damit das hier auch überall einheitlich ist. So ist das schon ganz gut. Und hier unten haben wir auch direkt ein Kontaktformular, was auch sehr, sehr cool ist, denn die Kunden können dann direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Sie können dir eine E-Mail schreiben über dieses Kontaktformular oder dich auch direkt anrufen.
So, hier können wir nochmal den Text ändern. Hier kann jetzt was über mich selber drin stehen. Ich packe jetzt hier einfach mal einen kleinen Dummy-Text rein. So, perfekt. Dann auch die Schriftart wieder ändern. Auf Helvetica. So sieht das doch gut aus. Kontakt wird auch noch geändert. Sehr schön. So, und jetzt klicke ich hier einfach mal auf das Kontaktformular und kann jetzt hier nämlich meine E-Mail-Adresse eingeben. Das bedeutet, du solltest das Kontaktformular auf jeden Fall noch einstellen. Und hier ist auch direkt meine E-Mail-Adresse schon eingespeichert, mit der ich mich bei wix.com angemeldet habe. Das ist auch meine Kontakt-E-Mail-Adresse, wo meine Kunden mich dann erreichen können. In meinem Fall steht die hier oben schon drin. Dann kann ich jetzt hier in den weiteren Einstellungen angeben, was ich in dem Kontaktformular alles für Informationen von dem potenziellen Kunden haben möchte. Zum einen natürlich der Name, die E-Mail-Adresse, die ist sowieso Pflicht. Und dann natürlich auch noch die Nachricht an sich. Und ich kann hier mit dem Sternchen dahinter auch noch markieren, ob das Ganze ein Pflichtfeld sein soll. Das heißt, es muss ausgefüllt sein, bevor der Kunde das Formular abschicken kann. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte noch die Telefonnummer von dem Kunden haben, damit ich ihn auch immer zurückrufen kann. Und dann sage ich hier auch, das Ganze soll ein Pflichtfeld sein, damit ich den Kunden auf jeden Fall auch immer zurückrufen kann. Dann kann ich hier auch noch den Buttontext ändern, hier zum Beispiel senden. Ich kann das Ganze auch zum Beispiel abschicken nennen, je nachdem, wie du das gerne hättest. Dann gibt es hier noch weitere Sachen, die man einstellen kann, wie zum Beispiel die Formularmeldung. Also das heißt, beim Absenden des Formulars wird mir nochmal die Nachricht angezeigt. Oder ich kann auch einen Link öffnen lassen und dann gibt es hier Erfolgsnachricht. Da kann ich also einstellen, wie der Text lautet, wenn das Formular erfolgreich, wenn die E-Mail erfolgreich versendet wurde. Ich kann auch zum Beispiel den Text angeben, der angezeigt werden soll, wenn die E-Mail-Adresse fehlerhaft ist oder aber auch komplett fehlt und so weiter. Also ich kann wirklich alles, was an Eventualitäten vorkommt auf so einer Webseite hier einstellen und das ist sehr, sehr cool, weil es auch noch sehr, sehr einfach ist. Hier unten könnte ich jetzt natürlich auch noch meine Telefonnummer ändern, die E-Mail-Adresse nochmal angeben und ich kann hier auch die Social-Media-Links noch bearbeiten. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Hier haben wir zum einen Facebook und wenn ich jetzt hier einmal auf Facebook klicke, dann kann ich hier zum Beispiel auch das Symbol ändern, wenn ich ein eigenes Facebook-Logo zum Beispiel hochladen möchte. Falls mir das Schwarz hier nicht gefällt, kann ich auch das tun. Und dann kann ich jetzt hier einfach den Link zu meinem Profil einfügen. Das heißt, jetzt an dieser Stelle hier ist einfach mal so ein Dummy eingefügt von Wix. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel mal sagen, dass hier mein Facebook-Link eingetragen werden soll. Stefan Schäfer Photography. Das Ganze soll dann in einem neuen Fenster geöffnet werden, damit auch der Kunde nicht meine Webseite verlässt, wenn er auf das soziale Netzwerk geht, sondern dass die Webseite natürlich immer noch offen bleibt. Also klicke ich hier auf OK. Sage nochmal OK. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann kann ich jetzt einfach mal sagen, ich möchte das Ganze speichern. Ich möchte eine kostenlose Domain von Wix erhalten und sage jetzt hier einfach mal Stefan Schäfer Foto und sage dann speichern und fortfahren. Das Ganze wird jetzt gespeichert. Ich kann nach Berlin meine Webseite natürlich wieder bearbeiten, habe jetzt aber erstmal das Ganze gespeichert, sodass mir hier auch wirklich keine Daten verloren gehen. Okay, dann klicke ich hier auf OK und sage jetzt einfach mal, dass ich das Ganze als Vorschau mir anschauen möchte. So sieht das Ganze jetzt aus, ohne den ganzen Editor. Und ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt bin ich hier in der New York Galerie gerade mal drin. Kann jetzt hier mit Klick auf das nächste Bild immer schauen, dass ich hier weiter scrolle. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil alle Fotos auch gleich hoch sind. Ich musste daran nichts ändern, sondern die sind wirklich alle wirklich richtig schön angeordnet, ohne dass ich da groß was dran machen musste. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann hier auch mal direkt auf das Bild draufklicken, dann wird es mir auch nochmal in groß angezeigt und kann jederzeit aus dieser Ansicht auch wieder rausgehen. Das gleiche hier könnte ich jetzt natürlich auch noch mit Dubai machen, aber aus Zeitgründen lasse ich das Ganze jetzt mal. Ich wollte dir an dieser Stelle einfach nur zeigen, wie schnell und wie simpel du mit so einem Homepage-Baukastenanbieter dir tatsächlich ein Online-Portfolio aufbauen kannst und das Ganze dann auch noch sehr professionell. Also ich hoffe, dir hat das Video gefallen und auch ein bisschen geholfen. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du sie gerne unten in die Kommentare posten. Erstell dir jetzt einfach mal schnell eine Webseite auf wix.com und ja, du kannst auch gerne dann natürlich in die Kommentare deine Webseite mal posten. Dann können wir das Ganze uns mal auch ein bisschen anschauen, vielleicht auch mal ein bisschen gegenseitig bewerten. Ich würde mich da freuen auf einen regen Austausch mit euch und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich dabei. Also bis zum nächsten Video. Ciao!